Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die BF-109 Zwilling, das neue Premium-Flugzeug der Deutschen, aber zunächst erstmal zum Intro. Bei der Zwilling handelt es sich um einen Premiumflieger der Wehrmacht, welche sich im Rang 4 befindet und eine Kampfeinstufung von 4.7 hat. Die Zwilling erschien mit dem Projekt X-Patch 1.79, welcher am 12. Juni 2018 erschienen ist. Bei der Zwilling handelt es sich, wie oben angegeben, um einen Zerstörerjäger bzw. einen Jagdbomber, weshalb wir keinen Airspawn haben, sondern ganz normal auf der Landebahn bzw. Startbahn starten. Das Flugzeug kostet im Gaijin-Shop derzeit 30 Euro und meiner Meinung nach ist der Flieger definitiv sein Geld wert. Der Flieger verfügt über 4x30mm Kanonen, da davon befinden sich jeweils 2 in den äußeren Flügeln und 2 in der Schnauze. Die Zwilling verfügt über insgesamt 260 Schuss, welche sie beim Start mitführt, und auf die 4 Kanonen verteilt bedeutet das, dass jede Kanone 65 Schuss hat. Ich gehe ein kleines bisschen näher auf die Werte des Fliegers ein. Die Zwilling hat eine Höchstgeschwindigkeit, die ist angegeben mit 740 km/h. Meiner Erfahrung nach kann man bis 770 km/h fliegen. Alles darüber hinaus wird dafür sorgen, dass euch die äußeren Flügelspitzen komplett wegreißen und der Flieger damit nicht mehr flugbereit ist. Zur Motorleistung und zur maximalen Höhe ist zu sagen, dass dieser Flieger sich hervorragend eignet, um große Höhen zu erreichen. Insbesondere die Bomber abzuwehren bzw. im Angriff Zoom and Boom zu fliegen. Wir haben eine Steigrate mit nahezu 30 Metern pro Sekunde und eine Turnzeit von 22 Sekunden. Bei diesem Flieger handelt es sich um das Modell BF-109G6, welches ich jetzt gerade einblende, und die Zwilling wurde insofern erweitert, als dass man diesen Flieger zweimal genommen hat und kurz und knapp gesagt zusammengeklebt hat. Die Zwilling verfügt über die standardmäßigen Modifikationen, die zu Beginn bereits alle erforscht sind, weil es sich hierbei um einen Premium-Flieger handelt. Als primäre Bewaffnung haben wir, wie gerade eben schon erwähnt, die 4x30mm Kanonen. Als verschiedene Munition können wir hier zwischen der Standardmunition, Allzweckmunition, Nacht- oder ohne Leuchtspurmunition wählen. Die Unterschiede der einzelnen Munitionsarten sind marginal. Das bedeutet, wir haben bei allen Munitionsarten Minengeschosse bzw. hochexplosive Brandgranaten mit beinhaltet, was diesen Flieger extrem effizient gegen andere Flieger, auch gegen Bomber, macht. Allerdings haben wir eine kleine Lücke, und zwar fehlt mir persönlich ein bisschen die Durchschlagsleistung, weil wir keine panzerbrechende Munition mitführen können. Dennoch muss ich ganz klar sagen, dass der Flieger sich auch explizit für realistische Panzerschlachten eignet, weil man mit 30mm Kanonen Flachs mit Leichtigkeit bzw. auch leichte Fahrzeuge ganz einfach mit der Primärbewaffnung ausschalten kann. Wir haben hier als Beispiel leichte Bodenziele, Bots, und auch hiergegen eignet sich das Flugzeug hervorragend, aber ihr seht ja selbst. Zur Sekundärbewaffnung kann man mit der Zwilling eine 250 Kilo Bombe mitführen, welche zwischen den Flügeln unten in der Mitte angebracht ist. An der Stelle gibt es zu sagen, dass zum Bombenabwurf keine Zieleinrichtung zur Verfügung steht. Das bedeutet, man muss die Bombe so abwerfen, wie es für einen Jäger klassisch ist. Alles in allem haben wir also einen Flieger, der sehr viel Motorleistung aufweist, insgesamt sehr robust erscheint
und zudem über sehr viel Damage verfügt, weil die Kanonen für sich sprechen. Aber wie der Flieger sich genau verhält, das schauen wir jetzt mal in den Schlachten. Zu den Bedingungen, wie ich euch diesen Flieger vorstelle, beziehungsweise wie ich diesen Flieger derzeit erfahren habe, gehe ich ganz kurz auf die Besatzung ein. Ich habe eine Besatzung, welche sich auf der Stufe 44 befindet. Wie ihr seht, ist der Pilot maximal geskillt. Wartung und Logistik ist auch dementsprechend gut. Ich habe derzeit einen Expert drauf und habe mir ungefähr ein Viertel des Asses bereits freigespielt. Hier zeige ich eine Videosequenz, wie man einen Bomber anfliegt. Ich komme hier von oben, bin wesentlich schneller als der Bomber, spray dann ein bisschen rein und auf 500 Meter ist es dann auch mit Leichtigkeit ein Treffer, weshalb es bei dem Bomber mit den 30 mm Kanonen direkt dazu führt, dass es ihn auseinanderreißt. Die Zwilling eignet sich aufgrund ihrer Bauart und den 30 mm Kanonen hervorragend dazu, schwere Flugzeuge, träge Flugzeuge und tankige Flugzeuge, wie zum Beispiel hier die IL-2 Bots oder auch Bomber abzuwehren bzw. anzugreifen. Der einzige Nachteil ist bei diesem Flieger, dass man relativ nah ran muss, aber Kills werden hier mit Leichtigkeit erreicht. Hier vor mir befinden sich zwei größere Bomberformationen. Es sind IL-2 Schlachtflieger von den Russen, welche unsere Basen angreifen. Ich fliege hier direkt auf deren Höhe mit sehr hoher Geschwindigkeit, nahezu 500 km/h, an. Ich fliege in so einem Winkel, dass ich direkt die Bomberreihe treffe und die 30 mm Kanonen sind verheerend, aber seht selbst. Sollte man mit diesem Flieger getroffen werden, fängt man relativ zeitnah an zu brennen und sobald man brennt, ist das Ende nah, weil das Ding einfach ausbrennt und in Folge abstürzt. Zur Steigrate ist zu sagen, dass man mit diesem Flieger mit Leichtigkeit 7000 Meter erreichen kann und innerhalb von 5 Minuten auch auf so eine Höhe kommt. Zum Start und zur Landung ist zu sagen, dass das mit dem Flugzeug sehr einfach geht. Man kann ab 300 km/h einfach die Fahrwerke und die Klappen ausfahren, man läuft nicht Gefahr, dass irgendwas wegreißt und das Abbremsen des Flugzeugs ist eine Leichtigkeit. Das Starten selbst fällt mir persönlich noch einfacher, weil der Motor bzw. das Flugzeug selbst extrem schnell beschleunigt. Man kann sehr früh abheben, aber auch wenn man auf der Landebahn, Startbahn bleibt, kann man Geschwindigkeiten aufbauen und die in Höhe umsetzen. Das Reparieren des Fliegers geht mit der entsprechenden Besatzung bzw. dem Expert sehr schnell und ich habe eine Reload bzw. Repair-Zeit von 12 Sekunden. Es ist insbesondere darauf zu achten, dass man den Flieger zu Boden führt, auch schon dann, wenn man nur einen Motor hat, welcher beschädigt ist. Insbesondere das Öl bzw. das Wasser ist sehr anfällig, weil der Motor bei Überhitzung ziemlich zügig ausgeht. Auch das Fliegen mit nur einem Motor ist mit diesem Flugzeug über eine gewisse Zeit sehr gut möglich, aber ich zeige euch hier einen kleinen Ausschnitt. Seht selbst. Der gesamte Flieger wird wie ein normaler Jäger von nur einem Pilot gesteuert, welcher sich in der linken Seite des Flugzeugs befindet. Insbesondere ist darauf zu achten, dass man diesen Teil des Fliegers bzw. allgemein die Oberseite des Fliegers niemals den Gegnern zuzeigt,
Auch keinen Bombern, in dem man zum Beispiel wendet, weil dadurch wird man sehr schnell rausgeschossen. Aber hierzu ein Beispiel. Wir schauen uns mal nun an, wie sich der Flieger in der Arkadeschlacht verhält. Meiner Meinung nach ist er hier wie in allen möglichen Variationen sehr gut spielbar und das Killen von Gegnern ist sehr einfach möglich. Für die Arkade eignet sich der Flieger meiner Meinung nach sehr gut, allerdings ist die Performance bzw. die wirkliche Stärke nicht so gut auszuspielen wie in der realistischen Luftschlacht, weshalb für geübte Flieger meiner Meinung nach fast bei allen Fliegern die realistische Luftschlacht besser geeignet ist. Der Flieger ist trotzdem sehr gut spielbar und im Warband Shop gäbe es ja theoretisch auch die Gutscheincodes for free. Wer sich nun abschließend fragt, für wen die Zwilling überhaupt geeignet ist, dann muss ich ganz klar sagen, es setzt ein bisschen Erfahrung und Spielkenntnis heraus, dass man mit den 30 mm trifft, weil auf der einen Seite die Reichweite der 30 mm nicht so toll ist, weil sie einen starken Bullet Drop haben, also die Geschosse abfallen. Man muss also drüber halten und entsprechend weit vorzielen. Zudem kann man nicht so gut sprayen, weil man 30 mm hat, durch die 30 mm entsprechend wenig Munition, nämlich 65 Schuss pro Kanone. Wer also schießt, sollte relativ zügig treffen, wenn man aber trifft, dann hat man Kill. Ich persönlich finde die Zwilling sehr, sehr gut und sehr stark geeignet, um zu grinden. Man kann sie in allen möglichen Spielmodi in der realistischen Luft sowie Arcade-Luft oder auch in der realistischen Panzerschlacht sehr gut anführen, benutzen und mit ihr Punkte machen. Sollte dir das Video gefallen haben, dann lass mir doch ein Abo da bzw. schau mal in meinen Livestream auf Twitch. Dort heiße ich Buchservice. Die Beschreibung vom Livestream ist unten in der Videobeschreibung. Solltest du noch Fragen oder Anregungen zu neuen Videos haben, dann schreib sie mir in die Videobeschreibung oder melde dich einfach im nächsten Livestream. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Flugzeug und auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, euer Buchservice.